Kontertreffer bekommen. Deswegen frage ich einfach mal dreist, wie ich bin, den Spielofreak oder LP-Spielofreak, wenn der gerade zuschaut. Du hast ja, glaube ich, die Crash Bandicoot-Soundtracks hochgeladen oder irgendwelche Soundtracks von Spielen. Hast du da schon Content-Treffer bekommen? Würde mich wundern. Ich muss hier weg. So. Ui. Bleib schön oben. Danke, danke, danke. Stirb, Affe. So, draußen ist ein lautes Motorrad. Checkpoint. Checkpoint. Okay. Und noch mehr Holz vor der... Ey! So, geht doch. Jump. Ich bin echt überrascht, wie gut ich hier durch das Spiel durchgekommen bin bisher. Wirklich, und viel kommt ja wirklich nicht mehr. Oh, Superman. Oh mein Gott, das wird scheiße, weil ich jetzt irgendwie wieder... Ich kann nicht lenken. Was ist das denn für eine Scheiße? Das war total... Das war echt der Rotz schlechthin. So. Superman hat mir einfach mal gar nichts gebracht, außer dass ich jetzt nicht die Äpfel ein bisschen einfacher einsammeln konnte. Oder dass ich den Checkpoint jetzt nicht... Okay. Da wollte ich gerade schon sagen. Ich will irgendwo hier eine Kiste finden, bitte. Ich gucke gerade schon im Vordergrund, ob da irgendwo Kisten sind. Sieht bisher noch nicht so aus. Okay, das heißt, ich kann die Abkürzung hier nutzen, ohne dass ich irgendwelche Nachteile habe. Nein, da brenne ich, oder? Nein, tue ich doch nicht. Ja? Da oben war keine Kiste. Gut, hätte ich vielleicht vorgucken sollen. Burn, motherfucker. Uiuiui, nicht sterben, denn es ist nicht so spät, das lohnt sich nicht mehr. Zack. Ah, komme ich hier nicht in die Wolken und bin dann beim ersten Let's Play irgendwie total scheiße dumm gestorben. Weil ich wieder einen Sprung irgendwie falsch abgeschätzt habe oder so. Kann das sein? Kann das sein? Erinnere ich mich da richtig? Ah, brennen, komm. Ui, ja, okay, gleich kommen noch drei Flammen, daran erinnere ich mich auch noch. Oha. Aha. Okay, zack. Bring mich hoch. Beam me up, Scotty. Jo, dann ist das. Dann kann ich nämlich zwischen Wolken durchfallen. Das finde ich nicht so schön. So. Und up to the sky. Up to the sky. Up to the sky. Ah! Kann ich das so tun? Ja, danke. Ich mag den Hintergrund, wie er sich nicht bewegt. Okay, und zack. Oh mein Gott, was soll denn der Scheiß jetzt? Dankeschön. Ich will da durchrauschen, bitte. Ich darf da nicht durchrauschen. So. Wie komme ich da jetzt runter? Will ich mich jetzt einfach fallen lassen, oder wie? Hä? Oder wartet der Edelstein da hinten auf mich noch? So für die Rückfahrt. Ich will hier gerne runter. Ich wollte sagen, wie ich fallen in den Abgrund, ey. Dann würde ich echt kotzen. Ah, egal, egal, egal. Ich lebe noch. Komm. Ich habe richtig schwitzige Finger, weil ich bin ein bisschen nervös, weil es ist schon ein langes Level, das würde ich nur ungern nochmal machen. Okay, da war nichts, ich erinnere mich. Ui, scheiße, ich brenne. Egal. Oh, Alter! Der ist nicht hochgesprungen. Der muss ja nochmal richtig spannend für mich machen, oder? Es waren auf jeden Fall einige Kisten, die wir jetzt haben, die wir vorher nicht hatten. Ich weiß leider nicht mehr, wie viele es waren, die uns gefehlt hatten. Okay, dann ist da noch was. Okay, das holen wir mal eben schnell. Zack. Hier. Gucken wir, ob wir treffen. Ja, wir treffen. Das ist schön. Da oben war auch noch was, ne? Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, schön, schön, schön. 96% oder 97%? Hm, was sagst du? Crash, wie viel willst du haben? So viele Edelsteine. Unfassbar, unfassbar. Okay, 96. Kann ich mich mit anfreunden. Update Saved Game. Ich schätze mal aber nicht, dass die zweiten Level wirklich noch Prozente geben, weil mir fehlen noch 4%. Und ansonsten haben die Level immer viel mehr Prozente gegeben als die Edelsteine. Gut, welche Level muss ich denn jetzt noch machen, ey? Puh, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ich will nicht wieder zurück zur zweiten Insel. Bitte nicht. Bitte nicht. Danke. So, Hogwild, Rolling Stones. Okay. Ich will trotzdem noch gerne so einen Turner-Speicherpunkt haben. Das wär ganz cool. Würde mich freuen, doch. Oh, so schön, diese idyllischen ersten Level hier in dem Spiel. Das weckt echt nostalgische Erinnerungen. Obwohl das hier... ja, gerade bei diesem Spiel. Ich fange einfach nochmal neu an. Nein.
Obwohl das hier in diesem Let's Play echt nur ein paar Stunden gedauert hat. Das finde ich echt gut. Ich meine, das erste Let's Play war ziemlich eine Qual. Also es war keine Qual, es hat super viel Spaß gemacht, aber es hat mich so viele Nerven gekostet. Und hier wirklich immer nur so in so ein paar Momenten. Bei meinem ersten Let's Play war es echt fast jede Aufnahme. Ich bin echt mal auf die Zeit gespannt, die ich hier brauche. Ich schätze, momentan bin ich, denke ich mal, so bei circa 5 Stunden. Und beim alten Let's Play habe ich ungefähr 8 gebraucht. Ihr werdet im letzten Video der Playlist auch nochmal sehen, wie lange ich beim ersten Mal gebraucht habe und wie lange ich beim zweiten Mal brauche. Ja, ne. Gut, hat nichts gebracht. Ich bin bei 0 ausgekommen. Okay, in der Mitte ist ein Leben. Warum ich das haben will, ich weiß es gar nicht. Ich habe eigentlich genug. Alles kaputt machen. Okay, wo ist denn hier der Geheimgang? Ich meine, da kann ich auch irgendwie runter düsen. Fragezeichenkiste. Gib mir doch mal Torna, verflucht. Seid so geizig mit der Rollen. Uiuiuiuiuiuiui. Ich renne hier gerade irgendwie ein bisschen durch. Ich bin über. Ha, ich wollte schon sagen, man kommt ja nicht, der Tod. Verflucht. Okay. Ich nehme das ein bisschen auf die leichte Schulter. Weil das halt die erste Insel so ist. Weil es halt die erste Insel ist. Und das fünfte Level oder was. Denke ich mir, ach komm, dann hast du damals schon so gut geschafft. Schaffst du jetzt auch. Das sehe ich. Gut, aber jetzt machen wir mal. Jetzt machen wir mal ernst, würde ich sagen. So. Zack. Weil bisher, ich komme eigentlich mit der. Ich rede hier mal so ein bisschen durch. Und laber mal viel Scheiße. Komme ich bisher eigentlich ganz gut durch. Hep, hep. Pflanze tot. Vor mir gibt es viel zu viele Checkpoints, ey. Wenn ich jetzt sterbe, dann kann ich das Level nochmal neu starten. Das ist total kacke. Ich habe mich so feste gedreht. Okay, ich war geschickt. Mich nicht so oft. Okay, jetzt brauche ich die mittlere auch nicht mehr. Ich habe sie trotzdem geholt. Gut, Dennis. Was mache ich denn da? Ey, heute ist der Controller aber auch ein bisschen widerspenstig, muss ich sagen. So, ich trinke mir erstmal ein Schlückchen Mut an. Nestie Eistee Pfirsich. Ist ganz lecker. Ich finde den von Pfanner finde ich aber leckerer. Sehr lecker. Ah. Vollmundig im Geschmack. Ich schätze mal Jahrgang 2012. Ich hoffe zumindest nicht, dass er älter ist. Ach, komm. Zwischen die beiden Sternchen. Ah, komm, ich will die scheiß Trampolinkisten da oben einfach nur kaputt machen. Also, die heißen übrigens Trampolinkisten. Ich weiß gar nicht, wie die mit dem Pfeil heißen. Wahrscheinlich Pfeilkisten. Fragezeichen heißen Fragezeichenkisten, die heißen Jackpotkisten. TNT-Kisten heißen TNT-Kisten, wer hätte es gedacht? Ja, die waren schon ziemlich einfallsreich, die Spiele-Entficker. Okay, gut. So, Konzentration, Dennis. Es ist keine schwere Stelle. Es ist nicht schwer. Okay? Okay, okay. So, Contenance. Sei souverän, sei souverän. Okay. Hep. 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 Ich finde das so schade, dass ich euch wahrscheinlich ein bisschen enttäusche, weil ihr wahrscheinlich das totale Rumgefluche erwartet habt. Noch schlimmer als, keine Ahnung was, wo habe ich viel rumgeflucht? Eigentlich jedes Spiel. Aber ich muss euch leider ein bisschen enttäuschen, weil es... Ficken! Ich spreche doch gerade vom Nicht-Fluchen. Ey, was ist denn los mit mir? Ey, wenn ich mich einmal richtig konzentrieren würde, dann hätte ich die Scheiße schon längst geschafft. Aber mit so einer Kacke, ne? Ey. Ich freue mich, ich habe ein bisschen Hunger. Das ist auch schlimm. Warum habe ich jetzt Hunger? Ich habe heute bestimmt eine Tonne Kuchen gefressen. War ziemlich lecker. Rhabarberkuchen mit Streusel und ein bisschen Marzipan. Das ist eine ganz gute Mischung. Hätte ich nicht erwartet. Und Eierlikörkuchen. Eierlikörkuchen ist ja sowieso... Boah, geil. Maske holen. Komm, Dennis. Ey, das ist ein leichtes Level. Das ist ein kurzes Level. Das ist ein Level, wo man nicht unbedingt ein Leben verlieren muss. Und wie viel habe ich jetzt verloren? 3? Ich weiß es nicht. Ja, ich wusste. Ach so, kann ich die Maske auch holen? Ist ja viel einfacher so. Warum mache ich mir denn immer so einen Stress? So. Jetzt ruhig. Oh mein Gott. Stirb. Es wäre auch sinnvoll, wenn ich die Masken behalten würde, weil man weiß ja nicht, was hier noch so passieren wird. So. Ey, das war schon wieder so knapp an der Kante. Jetzt, okay, ich muss schon sagen, dass die Sonne, die macht mir gerade wieder ein bisschen Hammer. Weil die ist wieder ziemlich unpraktisch. Und ich sehe diese Plattform, habe ich zum Beispiel so gut wie gar nicht gesehen.
Ab und Schepper und ab. Okay, und... Uiuiuiui, okay. So, ja. Ne? Okay, ich kann Superman werden, aber ich brauche die Kiste da oben noch. Nicht, dass mich das jetzt irgendwie zum Verhängnis wird. Und ich übermütig werde. Okay. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So, jetzt muss ich den blauen Edelstein treffen, oh mein Gott. Okay, ich habe ihn getroffen, das freut mich. Okay. Ah, das ist wieder der Cortex. Hallo, Cortex. Wo haben wir den blauen bekommen? Den haben wir auch relativ spät bekommen, glaube ich. Auf jeden Fall nach diesem Cortex Power Level, weil ich glaube, im Cortex Power Level braucht man, glaube ich, den blauen Edelstein. Außer auch ziemlich spät, doch. Uiuiui, beginnt dritte Insel. Ich sehe nichts, danke. So, ich hatte Glück. Ja! Okay, das ist jetzt natürlich scheiße, dass ich nur einen von diesen blöden Kackköpfen habe. Habe ich doch was übersehen? Oder habe ich die ganzen Kisten zerstört mit den TNT-Kisten? Oh, bitte, ey. Bitte, bitte, bitte. Ja, danke schön. Puh, das erleichtert auf jeden Fall mein Herz. So, ein Grün haben wir und ganz viele Silberne. Und was haben wir noch für farbige? Gelb, Blau, Rot, Lila und diesen Zitronengelben. Fünf farbige gibt es scheinbar. Oder habe ich einen übersehen? So, jetzt haben wir 97%. Das ist natürlich eine sehr schöne Zahl. Aber ich finde, wenn zwei Nullen hinten stehen und vorne eine 1, sieht es noch schöner aus, oder? Ja. Aber ich bin mir jetzt gar nicht wieder so sicher, kann man die 100% kriegen oder nur 99%. Da habe ich mit Spiel immer so ein Problem. So, was haben wir jetzt noch? Papo, Papo. Gibt es keinen Abstand? Oh, das ist schon wieder so. Nein, hier ist ein Kacklevel. Und schon wieder. Ey, ich habe nur noch Kacklevel vor mir. Erstmal das Great Gate, das mag ich nicht. Und Abstieg mag ich genauso wenig. Ey, ist ja zum Kotzen, so ein Rotz. Gut, aber was sollen wir machen? Wir machen es einfach. So. So, hier war eine Maske, genau. Ich erinnere mich daran noch. Ah, das hier ist sogar das vierte Level oder so. Ich weiß es nicht. Das müsste eigentlich noch viel chilliger sein. Ah, die Musik ist schön idyllisch und chillig. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Mal kriege ich jetzt einen Content-Treffer, weil ich danach gesummt habe oder so. Mal gucken, was YouTube sich einfallen lässt. So. Zack. Zack. Dum. Stirb. Ich hoffe, da oben war keine Kiste. Hätte ich natürlich auch nachgucken können, ich Vollidiot. Okay, ja, ich warte noch mal, bis er weg ist. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen geduldiger zu sein als im letzten Level. Aber im Endeffekt wird es schneller sein. Ich drehe mich um meine eigene Achse. Okay, ich muss mich erstmal finden. Zack. Fuck. Oh, nee. Das war böse. Wo soll ich denn wissen, dass das so ein scheiß Fisch ist? Ich kann nicht unter Wasser gucken, weil die Sonne wieder doof ist. Okay, gut, dann ab aufs Kleeblättchen und weiter, 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 weiter. Und ja, toll, jetzt wäre ich Superman gewesen. Jetzt hätte ich mir so ein... Oh mein Gott! Das ist erleichtert. Okay, wo wir den bekommen haben, weiß ich gar nicht. Was bringt denn... Was bitte? Willst du mich verarschen, du Hurensohn? Ohne Scheiß, ich will jetzt einfach nur mal gucken, was in dem Geheimbereich ist, ob da überhaupt eine Kiste ist oder nicht. Ey, ich bin doch runtergefallen aufgrund der Edelsteine. Ich habe schon wieder. Ich bin die ganze Zeit so am Spucken, ne? Ich weiß nicht, ob es irgendwie mein Speichel ist, weil ich so einen Hunger habe oder so. Ey, das war ja total kacke. Aber gut, was habe ich anderes erwartet von dem alten Spiel? Oh mein Gott. Dafür hat das Spiel jetzt mein Leben gerettet. Sind da unter Kisten? Okay, da ist auf jeden Fall eine Kiste. Mehr ist aber scheinbar nicht. Gut, dann werden wir das Level nochmal neu starten. Ist, glaube ich, am Ende nochmal so ein gelbes Ding gewesen. Es ist aber richtig kacke, auf dieses Geheimnis draufzukommen. Ey, so ein Rotz. Ich weiß nicht. Ich kann mich an... Was war denn das andere Geheimnis nochmal? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Keine Ahnung. So, jetzt gucke ich mal, ob hier oben was ist. Nein. Negative, negative, negative. Ach, die Musik ist schön. Ich mag die irgendwie, weil die ist so wirklich so... Ach, das ist Crash Bandicoot. Hier da oben ist nix. Ah, komm, gib Gas, Crash. Ist da oben was? Nein. Eine Maske hätte ja auch sein können. Das wäre auch ganz schön gewesen.